Hallo, heute möchte ich euch zeigen, wie man sich vegane Hafermilch selber machen kann. Wir brauchen dazu Agavendicksaft, ein bisschen für die Süße, dann 1 Liter Wasser und ich habe ca. 120 Gramm Haferflocken genommen. Ja, das Ganze geben wir jetzt in den Mixer und mixen das gut durch und dann seht ihr auch schon fast das Ergebnis, wie die leckere Hafermilch aussieht. So, ich gebe als erstes den Liter Wasser in den Mixer rein. Dann als nächstes den Agavendicksaft. Ja, der stand bei mir jetzt relativ kühl, deshalb fließt er nicht so gut. So, das reicht. Und als letztes gebe ich dann die Haferflocken dazu. So, und nun stelle ich das Ganze in den Mixer rein. So, nun habe ich das Ganze in den Mixer getan. Ich möchte nochmal anmerken, dass ich bei dem Wasser lauwarmes Wasser genommen habe, damit die Haferflocken ein bisschen aufquellen können und sich der Hafergeschmack so ein bisschen auch auf das Wasser noch besser überträgt. Ich habe jetzt hier 1 Minute eingestellt und werde das jetzt 1 Minute durchmixen und danach ist es dann eigentlich auch schon fast fertig. Ja, das Ganze machen wir jetzt 1 Minute und dann schauen wir uns das fertige Produkt an. So, nun ist es gleich fertig. Ja, Zeit ist abgelaufen und jetzt füllen wir das Ganze um, beziehungsweise müssen es auch noch ein bisschen sieden. Ja, nun filtere ich das Ganze noch durch einen Filter, damit jetzt die Haferflocken dann oder der Rest Haferbrei da drin hängen bleibt, dass ich nachher nur noch die Milch habe. Das heißt, ich kippe das jetzt hier rein und lasse das dann einfach mal durchlaufen, bis es dann in meinem Behälter drin ist. Das dauert jetzt etwas, aber wir gucken uns dann gleich mal das fertige Ergebnis an. Ja, das ist nun das Endergebnis. Die Hafermilch ist durchgelaufen. So sieht das Ganze nun aus. Also man sieht, das ist eine richtige Milch. Ich habe auch gerade schon mal einen Löffel von probiert. Also es schmeckt auch original wie Hafermilch. Warum sollte es auch anders schmecken? Und ja, im Prinzip, ihr seht, das geht also ganz günstig selber zu machen und auch relativ schnell. Und ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Und wenn ja, gebt ihnen einen Daumen hoch und abonniert mich, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin.